Einen wunderschönen guten Abend hier zum MetaTrader 4, MetaTrader 5 Add-on-Webinar. Mein Name ist Markus Klebe und ihr seid hier auf dem Kanal von JFD. Herzlich willkommen, du, sie, wie auch immer. Es ist eben in der Börsensprache ja unter anderem so, dass man sich gerne duzt. Von daher nehmen Sie, nehmt ihr es bitte mir nicht übel, wenn ich hier einfach die Anrede du nutze. Also, herzlich willkommen bei JFD. Ganz kurz, wie kann man den MetaTrader überhaupt installieren, beziehungsweise was ist der MetaTrader überhaupt? Der MetaTrader ist ja eine Chart-Software, wo ich mir eben verschiedene Märkte, Aktien, Rohstoffe, Währungen, all das dann chartmäßig anzeigen lassen kann. Also diese klassischen Hoch- und Runterbewegungen, all das kann man sich natürlich mit einer Chart-Software anschauen und der MetaTrader ist grundsätzlich die am meisten verbreiteste Software im CFD-Bereich und Forex-Bereich, mit denen man eben handeln kann. Für mich die eigentlich auch praktikabelste Lösung für CFD und Forex und somit gibt es auch diese Möglichkeit natürlich von JFD hier angeboten. Wie kann man sich diese Lösung dann installieren, um dieses Programm zu haben? Einfach auf der Website jfd.com auf dem Trading gehen und dann hat man hier rechts die Möglichkeit, entweder den MetaTrader 4 oder den MetaTrader 5 anzuklicken. Grundsätzlich sind beide Möglichkeiten tradebar, also man kann mit beiden Möglichkeiten handeln. Der große Unterschied ist es hier bei JFD, dass im MetaTrader 5 es auch möglich ist, richtig physische Aktien zu handeln, dass eben, wenn man die Anzahl an möglichen Werten betrachtet, hat man im MetaTrader 4 nur die Möglichkeit, in Anführungsstrichen nur die Möglichkeit, 500, in etwa 500 Werte anzuzeigen, da man natürlich eine sehr, sehr große Vielfalt auch mittlerweile an Aktien bei JFD handeln kann, lohnt es sich, gerade wenn man physische Aktien handeln möchte, denn diese gibt es nur im MetaTrader 5, direkt mit dem MetaTrader 5 zu starten, denn hier gibt es halt die Möglichkeit bis zu 1500, ich glaube vielleicht sogar mehr, aber 1500 bin ich mir relativ sicher, quasi Einzeltitel, Einzelmärkte anzuzeigen, also dreimal so viel wie im MetaTrader 4 und von daher lohnt es sich dann auch direkt schon, gerade wenn man vielleicht noch nicht mit den Softwarelösungen gestartet ist oder gerade am Start, am Anfang ist, dann sich den MetaTrader 5 zu installieren. Hier einfach draufklicken, das ist eine Unterseite, die ist hier nochmals gut zum MetaTrader quasi beschrieben. Und da warten wir kurz, dass sich das lädt. Das lag Gott mir ein wenig. Und dann hier fehleranfällig ist. Man möchte es vielleicht auch erst mal ausprobieren. Und somit ist es hier gegebenenfalls am Anfang ratsam, sich für ein Demokonto zu entscheiden. Man kann natürlich auch beides machen. Man kann ein Live-Konto öffnen. Wenn man ein Live-Konto öffnet, natürlich jederzeit im MetaTrader, da zeige ich dann auch gleich mal in den Demo-Modus wechseln, um sich dann schlussendlich auszuprobieren. Das dauert nach wie vor mir etwas länger, schuldet diese Verzögerung, aber wie gesagt, habe ich einige an Software laufen und aktuell arbeite ich nach wie vor auch mit meinem zweiten. Bin ich noch zu hören? Kommt von Harald gerade mit Ton? Fragezeichen. Also hoffe ich, dass ich noch zu hören bin. Bin scheinbar gerade nicht zu hören, ganz schlecht, teilweise abgehackt. Okay, ist es jetzt besser gegeben?
Fall jetzt wieder, weil vielleicht lag es auch daran, dass jetzt hier, ist es jetzt besser? Jetzt klar, okay, dann lag es einfach nur daran, dass der hier gerade etwas ausgelastet war. Ich hoffe, dass das gleich besser wird. Man kann sich hier dann unter dem Punkt Demokonto quasi alle Angaben machen. Das geht relativ zügig. Möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es gesonderte Videos. Jetzt ist es wieder besser. Perfekt. Da gibt es gesonderte Videos auch auf dem YouTube-Kanal. Und wenn ihr Fragen, Nöte, Anträge habt, dann bitte gerne unter dem Punkt support@jfdbank.com gerne eure Fragen schreiben. Dann landet ihr beim Support-Team. Wenn ihr Probleme habt, eben hier ein Demokonto zu öffnen oder ein Live-Konto zu öffnen, ist natürlich der Support für euch da. Und ihr könnt ihr jederzeit jede Frage stellen und sie wird natürlich bestmöglich und schnellstmöglich hier auf jeden Fall auch beantwortet. Das erstmal grundsätzlich dazu. Auch eben schon unter dem Punkt jfdbank.com, unter dem Punkt Research. Und dann Webinare und Events findet ihr in Webinare und Events. Da schaut einfach mal rein. Livestreams und Live-Trading-Räume kostenlos von JFD bereitgestellt. Viel von mir, viel mit mir, Markus Klebe. Seid da herzlich zu eingeladen, dort mit dabei zu sein. Also, dann schließen wir diese Seiten weg, denn sie scheinen gerade eben ordentlich Ressourcen zu fressen hier auf meiner Website. Und dann sind wir eben schon im MetaTrader. Wenn man dann eben diesen Prozess, den ich gerade gezeigt habe, arbeitet und dann entsprechend auch die jeweiligen Mails nimmt, dann bekommt man zum einen einen Download-Link, um jetzt hier dann den MetaTrader zu installieren. Das ist teilweise selbsterklärend und ich denke, die meisten von euch haben den MetaTrader ja auch schon installiert und ich merke, dass hier der Rechner wirklich sehr, sehr langsam ist. Ich werde da jetzt eine Aufzeichnungsvariante dieses Webinars jetzt hier stoppen, weil diese scheinbar wirklich extrem Datenfrist. Moment, gehe ich hier nochmal kurz zurück. So, da kommt dieses Camtasia, mit dem habe ich gerade dieses, wie wollte ich das Webinar noch zusätzlich aufzeichnen und die Webinar-Software frisst auch schon immer ordentlich Ressourcen und das werde ich jetzt gleich nochmal schließen. Moment. Entschuldigt bitte diese kleine Unterbrechung. Ich werde das jetzt hier schließen. So, zack, und dann ist dieses, ihr seht, das ist eine sehr, sehr komplexe Software, die ordentlich Ressourcen frisst. Und da ist der Rechner dann doch mit diversen Softwarelösungen, die hier offen sind, zweimal der MetaTrader, dann das alles sehr, sehr überfordert. So, jetzt haben wir den MetaTrader offen, jetzt können wir auch den zweiten MetaTrader schließen. Ihr habt dann auf dem Desktop gegebenenfalls das Icon, MetaTrader 4, MetaTrader 5, einfach Doppelklick und dann öffnet sich natürlich hier der MetaTrader. So, dann haben wir hier den MetaTrader 5 und dann haben wir hier den MetaTrader 4. Und ihr seht schon grundsätzlich, wenn man jetzt diese beiden Dinge miteinander vergleicht, wenn man mal oben auf diese Leisten schaut, ja, dann ist das erstmal grundsätzlich alles sehr, sehr ähnlich. Ja, das ist nicht großartig unterschiedlich und somit ist es auch das, was ich gerade gesagt habe. Man hat hier eigentlich, wenn man jetzt hier erstmal darauf abzielt, keine Aktien zu handeln, kann man natürlich jederzeit auch den MetaTrader 4 öffnen. Der wird nur eben nicht mehr in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr ganz so sehr stark supported und es geht mittlerweile immer mehr in Richtung MetaTrader 5. Also gerne, wie gesagt, wenn man jetzt durchstartet, kann man sich schon den MetaTrader 5 schnappen. So, wenn man den dann öffnet, dann sieht das erstmal so aus. Also man hat quasi ein Hauptfenster, ein sogenanntes Chartfenster, wo man dann entsprechend den aktuell ausgewählten Markt sieht. Man hat einen Chart in einem jeweiligen Timeframe und hat hier unten so ein paar Reiter, die dann auch sich mit öffnen. Da hat man dann als erstes hier den Euro-US-Dollar, dann hat man hier als Beispiel Gold, kann man hier so hin und her klicken und man hat dann verschiedene Märkte und ihr seht auch gerade, dass das so verschiedene Ansichten sind, ja, farblicher Natur und genau das werden wir nachher auch besprechen. Wie kann man das ändern? Wie kann man dort eben Einstellungen tätigen, Indikatoren öffnen? Wie kann man eben verschiedene Chartdarstellungen darstellen? Wie kann man eben Zeiteinheiten ändern und so weiter? Und ihr seht, wenn man hier unten einfach weiterklickt, ich zeige euch auch gleich, wie man dort neue Fenster öffnet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dann zwischen den Fenstern, die man später offen hat, einfach relativ einfach hin und her zu klicken. Wir gehen mal auf den MetaTrader 4, dann sieht das genauso aus und der MetaTrader 4, und da kommt auch ein wichtiger Punkt, den man da beachten sollte, man sieht hier oben links, ganz oben links, immer was ein Konto hat und ihr seht, dass das ein reelles Konto, wo reelles Geld dahinter steckt, also MetaTrader 4, das ist die MetaTrader-Software, mit der ich tagtäglich arbeite in den Livestreams, in den Live-Trading-Räumen, da ist ein Echtgeldkonto, steckt da dahinter und wenn wir dann auf den MetaTrader 5 schauen, hier steht, sieht man, dass da JFD-Demo steht, also das ist ein Demo-Konto, wo ich mich
austoben kann, wo ich auch mich mal mit verschiedensten Positionsgrößen austoben kann, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert denn das, wie kann ich die Positionsgrößen ändern, wie funktionieren eben bestimmte Möglichkeiten. Und man kann ja nichts falsch machen, wenn man hier eben auch mal einen Fehler produziert und vielleicht auch dann eben daraus folgt, etwas Geld verliert, tut das nicht weh, weil es ist ein Demokonto. Es steckt dort natürlich kein echtes Geld dahinter. Wie hat man die Möglichkeit, sein Konto mit dem MetaTrader zu verbinden? Geht ihr einfach hier oben auf den Punkt Datei, dann eben auf den Punkt Handelskonto Login, da klickt ihr einfach drauf und dann kommt hier so ein kleines Feld und dann müsst ihr hier im Endeffekt die entsprechende Kontonummer, die euch dazu gesandt wurde, eingeben und das dann zugesandte Passwort. Dann wählt ihr hier unten eben noch die verschiedenen Server aus. In dem Fall ist es bei MetaTrader 5 ja ein JFT-Demo-Server, beziehungsweise bei einem Live-Konto wäre es dann der JFT-Live-Server. Und dann wählt ihr das aus, bestätigt das dann im Endeffekt mit OK. Und wenn ihr dann eben noch nicht verbunden seid, dann verbindet sich automatisch der MetaTrader mit dem Server. Der Server, der liefert dann die Daten und dann seht ihr das, dass sich dann wie hier rechts auch die Kurse ad hoc verändern. Und ihr dann eben schlussendlich die Möglichkeit habt, hier Live-Kurse zu verfolgen. Gibt es den MetaTrader 5 auch für Mac? Ja, gibt es definitiv. Also hier einfach dann auswählen auf der Website. Moment, da müsste das sogar stehen. Jetzt ändert sich. Ah nein, das habe ich ja geschlossen. Aber auf der Website kann man das dann auch für den Mac runterladen. Wenn man da Fragen hat, gerne auch an den Support schreiben, ne? Ja, MetaTrader 4 und MetaTrader 5 kommt jetzt die Frage, kann man gleichzeitig laufen lassen? Habe ich ja aktuell auch gleichzeitig laufen. Also ich habe jetzt hier den MetaTrader 4 offen und ich habe den MetaTrader 5 offen und beide laufen gleichzeitig. Also das ist kein Problem. Es frisst ein wenig Ressourcen vom Rechner. Also man muss dann schon schauen, dass man eben nicht den schlechtesten Rechner vom Arbeitsspeicher her hat. Und auch umso länger man den MetaTrader laufen lässt. Ich habe ihn teilweise über Tage laufen. Ich habe diesen Rechner hier teils über Tage laufen, mache ihn in der Nacht nicht aus. Und da merkt man irgendwann, dass dann eben sich der Arbeitsspeicher langsam voll frisst. Also hier vielleicht auch die Empfehlung, einmal am Tag oder eben abends, wenn man aufhört, vielleicht den MetaTrader zu schließen, den Rechner mal runterzufahren, neu zu starten, um dann eben wieder mit frischem Arbeitsspeicher mit dabei zu sein. Aber man kann definitiv beides gleichzeitig laufen lassen. So, dann gibt es eine Aufteilung. Man hat das große Chartfenster, was ich jetzt schon gezeigt habe. Wir gehen hier mal zurück am Anfang auf den Euro-US-Dollar und man hat dann verschiedene Möglichkeiten. Zum einen eben auch, wie man Märkte reinbringt, wie man sein Konto kontrolliert. Wir gehen einfach mal auf den Punkt Ansicht hier oben und dann hat man hier den Punkt Marktübersicht, Datenfenster, Navigator und Terminal. Strategietester und Chats lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist gerade am Anfang absolut nicht wichtig, sondern es ist hier wichtig, eben der Punkt Marktübersicht, der Punkt Datenfenster, Navigator, Terminal. Fliegen wir jetzt wirklich ganz schnell drüber. Marktübersicht öffnet sich links dann ein Fenster. Das ist genauso wie im MetaTrader 4 und hier sieht man dann eben verschiedene Märkte und Aktien. Man kann ja nach unten scrollen und findet da im Prinzip eigentlich alles, was man sucht. Wenn man dann den jeweiligen Markt oder die jeweilige Aktie gefunden hat, einfach den Cursor über das jeweilige Feld, über das jeweilige Kürzel packen, rechte Maustaste, neues Chartfenster und dann öffnet sich hier am Ende dieser Leiste unten rechts, das seht ihr jetzt hier, öffnet sich entsprechend dann diese Aktie oder die Währung oder was auch immer man ausgewählt hat als neues Chartfenster. So, und dann habe ich schon mal hier in dem Fall ABT, muss ich erstmal gucken, Abbott Laboratories ist irgendeine Aktie, muss ich zugeben, habe ich noch nie gehört. Aber man öffnet sich jetzt dieses Chartfenster und sieht jetzt eben den charttechnischen Verlauf, in dem Fall im Minutenchart. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Man hat hier mit M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN die jeweiligen Zeiteinheiten. M1 ist Minute 1 bis Minute 30. H1, H4 sind jeweils 1-Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart, D1 Tageschart, Wochenchart, W1 Monatschart, MN. Und man kann jetzt hier einfach draufklicken, zack, ändert sich das Ganze in einen 4-Stunden-Chart. Man hat den Vorteil bei MetaTrader 5 im Gegensatz zu MetaTrader 4, dass man auch andere Zeiteinheiten anzeigen kann. Im MetaTrader 4 ist das alles, was ich mir anzeigen lassen kann. Das reicht eigentlich aus. Aber der ein oder andere möchte vielleicht zum Beispiel einen 2-Minuten-Chart oder einen, muss ich mal selbst erstmal gucken, ich weiß jetzt gar nicht genau, was alles zur Verfügung steht. Man geht einfach auf in dem Chart die rechte Maustaste, dann kommt hier Zeitrahmen und dann habt ihr hier die Möglichkeit unter dem Punkt Minuten noch 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, 20 Minuten auch einzustellen. Neben den schon oben standardisierten Einstellungsvarianten. Gleiches gilt für Stunde. Hier habt ihr die Möglichkeit 2 Stunden, 3 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden oder dann eben, ja, das ist eben noch, diese Punkte gibt es halt mehr. Das gibt es im MetaTrader 4 nicht.
dass man sich sowas dann im Endeffekt anzeigen lassen kann. Also diesen Vorteil hat man quasi hier im MetaTrader 5. Das ist einer der kleinen Vorteile, die man im MetaTrader 5 hat, im Gegensatz zum MetaTrader 4. Also Marktübersicht findet man in der Regel alles, was man an Märkten und Symbolen finden kann. Wenn man hier das Problem hat und findet sein Kürzel nicht, rechte Maustaste, einfach hier irgendwo rechte Maustaste rein, auf den Punkt Symbole gehen, dann öffnet sich wiederum ein nächstes Fenster. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel die Tesla-Aktie sucht, gibt man hier einfach mal Tesla ein oder TES und jetzt findet man hier schon die verschiedensten Möglichkeiten und man hat einmal die Tesla Motors Aktie als CFD und man hat dann einmal auch Tesla Incorporated Physical Stock, also die physische Aktie, die richtige Aktie und man sieht hier TSLA Punkt ist quasi die physische Aktie und TSLA ohne Punkt wäre der CFD. Und dann sucht man das hier einfach links in der Spalte und findet das dann, öffnet sich den Chart und hat dann die Möglichkeiten. Ähnliches gilt für den DAX, nur dass man hier ein Problem hat und man muss sich natürlich so ein wenig damit beschäftigen. Wenn man DAX eingibt, findet man nichts. Man muss wissen, dass als Beispiel der DAX DE30 heißt, beziehungsweise DE30 Cash. Und hier kommt auch die Frage, die angezeigten Kurse der Aktien, sind das Xetra-Kurse? Das sollten Xetra-Kurse sein, je nachdem. Ich muss jetzt zugegebenermaßen sagen, ich weiß nicht, ob Xetra sind, aber ob das eben auch teilweise von anderen Börsen kommt, Stuttgart oder sowas. Also da muss man sich wirklich nochmal mit beschäftigen. Ich handle selbst die Aktien nicht. Ihr kennt mein Handeln. Ich handle hauptsächlich Indizes, und Rohstoffe und Währungen. Hier bitte nochmals entweder den Support fragen, ob das Xetra-Kurse sind, aber ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass es im Endeffekt Xetra-Kurse sind, die hier eingespielt werden. Wenn ihr den DAX sucht, DE eingeben und dann kommt hier als Beispiel DE30 Cash und DE30 Cash XE. Das ist die klassische Xetra-Markt-Session, die da um 9 Uhr startet und um 17.30 Uhr aufhört, beziehungsweise der durchgehende Endloskontrakt DE30 Cash. Das ist der, den wir hier auch hauptsächlich immer nutzen. Also das zur Marktübersicht. Dann gibt es den nächsten wichtigen Punkt, Ansicht. Und dann den Punkt Navigator. Der Punkt Navigator ist im Endeffekt, wie man so schön sagt, ein Navigator. Man hat hier die Möglichkeit, Indikatoren in den Chart hereinzuziehen. Hier ist es eigentlich am Anfang gar nicht so wichtig, diesen Navigator zu nutzen, denn alles für Indikatoren, das besprechen wir gleich, hat man auch über den Punkt Einfügen, Indikatoren. Ja, hier kann man auch alles an Indikatoren im Endeffekt einfügen. Nur, da will ich mal ein Beispiel zeigen, am MetaTrader 4, meinen klassischen MetaTrader, den ich ja immer nutze, den wir immer mit Widerständen, Unterstützung etc. nutzen, will hier mal ein neues Chartfenster öffnen, neues Chartfenster, ne, hat man ja gesagt, wir suchen uns den DE30 Cash, machen hier mal neues Chartfenster und dann öffnet sich ein neues Chartfenster. Hier habe ich nur so noch so ein bisschen das Problem, dass ich hier noch den Stereo Trader im Hintergrund laufen habe. Das muss ich hier mal rausnehmen und hier mal einfach eine andere Vorlage machen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Jetzt nehme ich hier mal JFD Blue Black. So, und hier als Beispiel habe ich, können wir auch diesen Navigator öffnen, ne? Ansicht und Navigator. Und hier habe ich einen Indikator mir schreiben lassen, beziehungsweise jemand aus dem Livestream hat den geschrieben. Hat den programmiert und diese programmierten Indikatoren oder auch EAs oder auch Add-ons, die man sich schreiben lässt, die kann man wiederum nicht über den Punkt einfügen, Indikatoren einfügen, die findet man dann in der Regel dort nicht, sondern die landen dann in diesem Navigator. Da muss man dann eben ein bisschen suchen, ein bisschen schauen. Ihr seht, das ist hier viel, viel umfangreicher, als es eben hier im MetaTrader 5 war, weil ich einfach im MetaTrader 5 da nicht viel drin habe. Ne? Ihr seht, das ist hier viel, viel geringer auf der linken Seite, als es bei mir im MetaTrader 4 der Fall ist. Und dann habt ihr hier relativ einfach die Möglichkeit, dieser Indikator oder dieser, ja doch, Indikator heißt WG Cash Close und der zeigt mir die Schlusskurse von 17.30 Uhr an, also die Schlusskurse des Xetra-Marktes im Chart. Ihr seht, da landen jetzt auf einmal Striche drin, ja, und das sind einfach dann die Schlusskurse der letzten Tage. Also das ist ein Indikator, den ich mir habe schreiben lassen, wo dann auch der Navigator wichtig ist, um diesen dann im Chart zu aktivieren. Man zieht den per Drag and Drop, man hält den einfach fest
und zieht den dann hier rüber, lässt die Maus wieder los und dann landet der quasi im Chart. Also da, wenn es dazu Fragen gibt, auch hier gerne nochmal dann eben entsprechend den Support anschreiben oder natürlich in die Live-Trading-Räume zu kommen, denn genau das können wir dort auch beantworten. Wenn ihr da Sorgen, Nöte, Anträge habt, kommt da bitte rein. Wenn ich es nicht beantworten kann, kann ich gerne die Frage weitergeben oder versuchen, sie dann eben für den nächsten oder übernächsten Live-Trading-Room dann auch beantworten zu können. So, ich bin Kunde, wie komme ich an die MetaTrader 5 Plattform? Kam hier nochmal als von Hans-Jürgen die Frage, hatte ich ja gerade schon beantwortet, einfach auf die Website gehen und hier auf den Punkt, Moment, ich öffne das jetzt nochmal kurz, auf einen jfdbank.com, ja, hier nochmal kurz drauf, wenn ich das nochmal kurz zeigen und dann hier, Moment, unter dem Punkt Trading, ja, unter dem Punkt Trading, dann hier auf den MetaTrader 5 klicken, ja, und dann kommt so ein, ich versuche es jetzt nochmal, ob es jetzt ein bisschen schneller geht, aber eben brauchte die Website hier etwas länger und der Ton war abgehackt, und dann hier auf den Punkt Los geht's klicken, ja, und dann kann man sich hier entsprechend nochmal kurz registrieren. Und man bekommt dann eben mit diesem kurzen Demokonto-Registrierungsprozess den MetaTrader oder den Download-Link quasi für den MetaTrader zugeschickt. Oder aber gerne, wenn man eh schon Kunde ist, an den Support schreiben und darum bitten, dass man den Download-Link zum MetaTrader 5 zugeschickt bekommt. Und dann hat man natürlich darüber auch die Möglichkeit, dann sich diesen MetaTrader 5 zu installieren. Ja, wenn man dann die Zugangsdaten hat, das hatte ich gerade schon gezeigt, im MetaTrader 5, wenn wir da nochmal hingehen, oben auf den Punkt Datei, auf den Punkt Handelskonto Login und dann hier einfach Kontonummer und Passwort eingeben, Live-Konto gegebenenfalls auswählen und dann meldet man sich ganz einfach mit dem Konto, was man da hat, dann an. Das geht im MetaTrader 4 und im MetaTrader 5 ohne Probleme. Was ist ein Live-Trading-Raum? Kommt von Alexander. Moment, ich ziehe das mal groß, ob ich das hier sehe, noch als Frage. Ein Live-Trading-Raum ist im Endeffekt ähnlich wie jetzt ein Webinar, wo wir eben permanent den Markt analysieren, über den Markt sprechen und live handeln. Also unsere Ideen, meine vorrangig, dann eben zweimal in der Woche ist der Andreas Bernstein noch mit dabei, der da ebenfalls seine Ideen kundtut. Wir live handeln mit Echtgeldkonten, also wir handeln hier wirklich mit reellem Geld und analysieren die Märkte neben den Livestreams auf YouTube und geben hier einfach zu den Märkten unsere Ideen preis. Von meiner Seite vorrangig DAX, Dow Jones, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, WTI, Gold, das sind so die Märkte, die ich hauptsächlich handle und dann eben auch hier bespreche. Auch ähnlich der Alex, Andreas, der hat ähnliche Märkte. Also das sind so die Kernmärkte, die wir in diesem Live-Trading-Room besprechen. Und das ist dann wie jetzt so ein Webinar. Man meldet sich dafür an auf der Website jfdbank.com. Unter diesem Webinare und Eventkalender, wo man sich wahrscheinlich jetzt auch für dieses Webinar hier angemeldet hat. Und ja, das ist dann ein ähnlicher Prozess wie das Ganze hier. So, dann kommt jetzt hier gleich nochmal die nächste Frage wahrscheinlich. Moment, das schaue ich mir später an. Machen wir weiter im Text, gehen wir weiter auf den MetaTrader ein. Also Navigator, habt ihr halt dann die Möglichkeit, bestimmte Dinge einzuziehen. Ist, denke ich, aber auch erst, wenn man später etwas fortgeschrittener ist und weiß, mit dem MetaTrader umzugehen, dann wird dieser Punkt Navigator wichtig. Terminal, der Punkt Terminal, Ansicht, dann auf den Punkt Terminal klicken, ist dort schon viel, viel wichtiger, denn man bekommt hier verschiedene Möglichkeiten des Handelskontos angezeigt, offene Positionen angezeigt und wenn man offene Positionen hat und diese möchte ich jetzt hier auch mal als Beispiel in dem Demokonto eingehen, nehmen wir uns mal den Dow Jones und schauen uns den an und eröffnen jetzt hier mal eine Position. Wie macht man das? Relativ einfach. Man klickt hier oben als Beispiel auf diesen kleinen Button hier, das Handelspanel, das ist das vereinfachte Handelspanel, hat jetzt hier eine Positionsgröße und ich kann jetzt hier einfach mal auf Buy klicken. Zack, eröffnet sich eine Kauf- oder habe ich jetzt gekauft, den Markt quasi auf steigende Kurse gesetzt. Mit dem Volumen 1, das hat man hier oben quasi vorher eingestellt. Und jetzt zeigt man hier hinten, zeigt sich jetzt der Gewinn und Verlust an. Wir haben jetzt gekauft, also setzen auf steigende Kurse. Der Markt fällt aber gerade nicht. Somit mache ich jetzt hier gerade kleinen Verlust und ich könnte jetzt hier mit dem Kreuz hier hinten diese Position schließen.
Man kann auch nur abwarten, beziehungsweise was ich hier auch machen kann, ich habe jetzt für diese Position ja gar keinen Stop. Stops sind sehr, sehr wichtig beim Handel. Somit kann ich hier auf den Punkt Stop Loss, wo jetzt noch 0,00 steht, doppelt draufklicken. Dann öffnet sich ein zusätzliches Fenster und ich kann jetzt hier für diese Position als Beispiel 30 Punkte tiefer einen Stop Loss setzen. Zack, habe ich den im Markt drin. Das sieht man jetzt noch nicht ganz so genau. Kann ich hier mal anzeigen. So, ne? Bin jetzt im Profit hier mit einem Kontrakt. Noch nicht viel, 10 €, habe jetzt hier einen Stop gesetzt und kann jetzt hier im Chart auch diesen Stop nachziehen nach oben. Das ist eben ein Riesenvorteil des MetaTraders, dass man im Chart direkt agieren kann und hier quasi dann die Möglichkeit hat, auch den Stop wieder weiter wegzuziehen, ja, den Stop wieder ranzuziehen. Ich kann auch Take Profit setzen, kann jetzt hier auf den Punkt Take Profit drücken, doppelt klicken quasi, ja, und kann jetzt hier eben unter dem Punkt Take Profit dann eben von mir aus auch, wir machen es mal ganz nah. Ja, quasi einen Take Profit reinsetzen. So, und jetzt werden wir entweder mit dem Take Profit oben ausgeführt, im Gewinn dann natürlich, oder zack, da sind wir schon raus. Ne? Der Take Profit war sehr, sehr nah gesetzt an den Markt. Das macht jetzt vom Handeln her keinen Sinn. Aber ich wollte das einfach mal zeigen, dass man hier dann quasi, habt ihr gerade gesehen, unter dem Unterpunkt Handel offene Positionen sieht, diese dann auch mit bearbeiten kann, Stop setzen kann und was ich euch jetzt nicht zeigen konnte. Und da gehen wir einfach jetzt mal eine Verkaufsposition ein an der Stelle. Zack, habe ich auf Verkaufen geklickt. Ne? So, und jetzt setzt man auf fallende Kurse. Ne? Jetzt muss der Kurs fallen, was er aktuell nicht macht. Deswegen mache ich jetzt hier gerade Minus, habe keinen Stop und keinen Take Profit und möchte jetzt diese Position schließen. Und dann klicke ich hier hinten einfach auf das Kreuz. Zack, und dann ist diese Position auch wieder geschlossen. Also ihr seht, das geht relativ einfach. Mit diesen Punkten Sell und Buy. Das sind aber wohlgemerkt Market Orders. Ne? Können wir auch nochmal kaufen. So, zack. Jetzt sind wir wieder auf steigenden Kursen unterwegs und jetzt muss der Kurs quasi wieder steigen, dass wir Geld verdienen. Können jetzt hier quasi wieder dann auch, wenn man auf diese Linie doppelt klickt, kann man auch, kommt auch dieses Fenster, was wir eben schon hatten, kann jetzt hier wieder einen Stop setzen. Meinetwegen 20 Punkte tiefer. Ne? Muss man ein bisschen wissen, wo man eingestiegen ist und dann wird man jetzt hier gegebenenfalls gleich mit dem entsprechenden Verlust ausgestoppt. Sehr, sehr wichtig für das Trading, dass man mit Stops arbeitet. Und jetzt haben wir eben einen kleinen Gewinn, zwei kleine Verluste, ne? Alles nicht viel, alles nicht schlimm, wenn man dann eben sein Risiko reduziert und begrenzt. Und das habe ich jetzt hier gerade gezeigt, dass man dann eben Stops relativ zügig setzen kann, entweder unten über dieses Panel hier oder eben auch mit dem Doppelklick entsprechend auf die jeweilige Position. Wie gesagt, das macht vom Handel jetzt absolut keinen Sinn. Ich wollte das nur mal demonstrieren, wie das da dann eben funktioniert und ja, wie das Ganze dann am Ende auch Sinn macht. So, dann kommt der Punkt Kontohistorie. Und hier sehen wir jetzt diese aktuellen Trades, die wir gemacht haben. Man sieht die Summierung der Trades, die man eben gemacht hat. Am Ende ist jetzt hier, das ist ein Demokonto, da sind am Ende durch die ganzen Demo-Trades hier irgendwie ein Gewinn von 332 € zustande gekommen. Und wir haben jetzt die letzten Trades, haben wir 9,53 verdient, 20,41 verloren und 18,14 verloren. Also hier zwei kleine Verlusttrades und ein Gewinntrade, den wir jetzt hier produziert haben. Und wir sehen, dass wir bei einem Trade dann eben Stop und einen Take Profit drin hatten. Und wir sehen, dass wir dann grün eben durch den Take Profit ausgeführt worden sind und dass wir hier bei dem letzten Trade, beim zweiten Trade hatten wir weder noch drin, da haben wir ja mit dem Kreuz geschlossen und hier hatten wir ja dann einen Stop gesetzt und sind durch den Stop nach unten dann im Prinzip rausgefallen. So. Ja, Heinz fragt, gibt es die Möglichkeit eines Trailing Stops? Ja, die gibt es auch. Allerdings, doch, die können wir auch kurz besprechen. Ich gehe hier mal eine Buy Order ein und klicke hier auch wieder doppelt auf diese Position. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich das jetzt hier gerade nicht habe. Jetzt muss ich selber erstmal kurz gucken. Genau, man geht hier auf. Moment, Moment, Moment. Genau, hier müsste Trailing. Da muss ich selbst erstmal kurz gucken. Normalerweise geht das. Ich nutze das hier nicht. Das geht dann unter einem anderen Feld. Also hier gerne, Heinz, wenn du Lust und Laune hast. Ich glaube, du bist ja auch im Live-Trading Room schon immer mit dabei. Dann können wir das im Live-Trading Room nochmal besprechen. Muss ich selbst gucken, weil ich nutze das selbst nicht. Ich nutze diese Trailing-Stop-Varianten selbst nicht. Ja, jetzt haben wir hier eben wieder diese offene Position. Kann man wieder auf den Punkt Handel gehen und sieht man hier hinten, was da gerade mit der Position passiert. Wir können die ja einfach mal laufen lassen. Ne? Und dann schauen wir mal am Ende, was aus dieser Position geworden ist. Wir haben jetzt einen Dow Jones ohne Stop, ohne Take Profit, Long. Sehr gefährlich, muss man an der Stelle sagen. Aber ist eben trotzdem einfach mal gucken, was am Ende rauskommt. So, Posteingang ist auch recht wichtig. Da kommen sozusagen wie E-Mails rein. Ja, und hier als Beispiel,
Market Holidays Februar. Ich habe jetzt das nicht abgedatet. Normalerweise gibt es dann auch eine Mail mit Market Holidays März, Marsch, also März. Hier raufklicken dann doppelt und dann öffnet sich ein Fenster mit der jeweiligen E-Mail sozusagen. Da stehen dann die nötigen Informationen drin. Auch sehr, sehr wichtig, man sollte da immer drauf schauen. Auch da kommen so ein paar Alerts, also so ein paar Alarme zu wichtigen Situationen am Markt. Das ist immer recht interessant und wichtig. Auch wichtige Informationen seitens des Brokers, die hier reinkommen. Unter dem Punkt Posteingang findet man das. Dann hat man den Punkt Kalender. Hier findet man die täglichen Wirtschaftskennzahlen, die dort wichtig sind. Und hier kam als Beispiel heute, gestern der IFO-Geschäftsklimaindex, ja, recht interessant gewesen, auch hier von der Relevanz her als hoch markiert. Und dann kamen heute, da müssen wir mal kurz gucken, warum das jetzt hier nicht drin steht. Moment. Heute kamen Arbeitsmarktdaten, die finde ich jetzt hier nicht, weil ich die Relevanz, glaube ich, auch auf hoch gesetzt habe. Da geht man hier also in dem Kalender auf rechte Maus, Relevanz. Genau, ich habe, lass mir hier nur hoch anzeigen, alle Ereignisse anzeigen lassen. Und dann können wir hier nach unten scrollen. 13.30 Uhr kam das raus hier. Und da kamen dann die Arbeitsmarktdaten. Wo stehen sie? Ja, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, ne, das waren sehr, sehr wichtige Zahlen heute. Die sind auch sehr, sehr schlecht ausgefallen. Ne? 3,2 Millionen, ne, durch die aktuelle Situation des Coronas gibt es hier entsprechend 3,283 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche wohlgemerkt. Ja? Wer übersetzt diese Mails? Ich weiß nicht, ob man sie auf Deutsch, also ich habe jetzt hier, dass die sind auf Englisch, kann sein, dass es die auch auf Deutsch gibt. Kann ich nicht sagen, wenn sie über, wer sie übersetzt. Ich übersetze sie nicht. ich weiß nicht, ob die auf Deutsch kommen, aber es ist hier, glaube ich, nicht so schwer, diese allgemeinen Mails zu erkennen, denn hier geht es um den Wirtschaftszahlenkalender und wichtig ist hier Market, ne, ist leicht zu übersetzen, Symbol und Early Close heißt eben verfrühter Schluss, ne, das sind so einfache Worte, die kann man sich vielleicht selbst noch herleiten und eben auch wichtig darauf zu schauen, dass man dann an bestimmten Daten, ja, hier ging es jetzt um den 17.02., dass wir hier, weil da wahrscheinlich ein Feiertag war, President's Day, hier steht es, ja, dass da Gold als Beispiel, als Markt etwas eher geschlossen hat und dass dann eben auch die Indizes als Beispiel auch etwas eher geschlossen haben. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, Karl-Heinz, definitiv. Kommt jetzt hier nochmal die Frage. Ich zeichne das Webinar trotzdem auf und ich stelle es dann auf YouTube online. Dann kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen. So, was ich jetzt hier mache, ich nehme erstmal diese Position wieder raus und packe hier mal eine Verkaufsposition rein. Mal gucken, ob die jetzt hier, wir sind relativ hoch, sind jetzt hier in den Widerstand gelaufen. Vielleicht läuft hier die Abwärtsseite etwas interessanter und besser. So, also das sind so die wichtigen Punkte, die man hier findet. Man kann sich auch noch Alarme setzen und Signale. Also das ist sehr, sehr viel. Allerdings für den Anfang ist das für mich persönlich, finde ich das jetzt nicht so wichtig. Ja, von daher will ich das jetzt auch gar nicht weiter ansprechen. Gehen wir mal auf die Chartdarstellung an sich ein. Wir haben einen Chart. Ne? Ich denke, es ist jetzt mittlerweile jedem klar, dass wir hier die Bewegung des Marktes sehen. Ja? Und die Bewegung ist jetzt hier aktuell der Dow Jones, ja, der jetzt aktuell so ein bisschen abverkauft sich hier. Wir sehen, dass wir jetzt gerade, hier bin ich ja rausgegangen, habe die Short-Position aufgebaut und wollte jetzt hier doch ein bisschen mich nicht ganz so verarschen lassen vom Markt und habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel schon einen Break-Even-Stop zu setzen. Das macht jetzt grundsätzlich von meinem Handel auch noch nicht so viel Sinn, aber wir setzen jetzt hier einfach auch erstmal wieder einen Stop-Loss. Ja, zack, der steht jetzt drin und ich kann den jetzt hier wiederum, Break-Even nennt man das, dass man den in die Nähe des Einstiegs packt. Ne? Und wenn ich dann eine Position habe, die schon mal für mich läuft, also die in meine Richtung läuft, ist es natürlich eben interessant, dann den Stop auch schon auf den Einstiegskurs zu packen. Jetzt kann ich aktuell schon gar nichts mehr verlieren mit der Position. Und wenn wir jetzt wieder auf Ansicht Terminal gehen, sehen wir, dass wir jetzt mit der Position schon 70 oder 60 vorne sind. Ne? Und wir können jetzt schon nichts mehr verlieren. Man kann den Stop auch noch ein Stück weiter nachziehen. Und jetzt würden wir mit dieser Position, wenn man die Maus einfach hier so raufhält, würden wir 12,81 in Euro verdienen. Ja, macht jetzt vom Trading hier absolut keinen Sinn. Also so ist nicht mein Handel, ja, vom Kern. Also das ist jetzt wirklich Spielerei, muss man so sagen. Aber einfach, um es auch mal zu zeigen, ja, wie es funktioniert und wie sich das Ganze dann verhält. Und ich könnte jetzt hier unten die Position mit dem Kreuz auch wieder schließen. Ne? Ich lasse die jetzt einfach mal laufen
und wir schauen mal die grafischen Optionen. So, ihr seht, dass ich jetzt hier unten als Beispiel ein MFI drin habe, was auch immer ein MFI ist, ist irgendein Indikator, und ihr seht, dass ich hier eine ATR drin habe, das ist ein Indikator, den ich tagtäglich nutze, und wir haben hier einen Moving Average als Indikator drin. So, jetzt gibt es natürlich, die Welt der Indikatoren ist natürlich schier unendlich groß. Ich bin kein Freund von vielen Indikatoren, dennoch möchte ich es kurz zeigen. Zum einen kann man diese Indikatoren, die aktuell geöffnet sind, also diese MFI, die man hier unten sieht, und diese ATR und diesen gleitenden Durchschnitt in blau dargestellt, die kann man ändern. Also die Einstellungen ändern, geht man einfach auf Chartfunktionen, dann auf den Punkt Indikatoren. Und jetzt sieht man diese Indikatoren, die hier aktuell offen sind, also Money Flow Index, der jetzt hier offen ist, dann die ATR und den Moving Average. Und wenn ich diese ändern möchte, gehe ich einfach darauf, klicke die, nur dass die so hinterlegt sind, gehe auf den Punkt Eigenschaften, und jetzt kann ich hier die Periode ändern oder ich kann die Farbe ändern, könnte den jetzt von blau auf rot ändern und dann auf okay klicken, dann ist die Linie unten einfach rot. Ja, relativ simpel. Diese Herangehensweise, ähnliches gilt für die ATR oder den Moving Average. Ich könnte jetzt diesen Money Flow Index genauso auch rauslöschen. Wenn ich ihn nicht haben möchte, markiere ich ihn einfach und lösche ihn. Wie komme ich nochmal dahin? Den Punkt Chart-Funktion, Indikatoren, dann öffnet sich dieses Fenster und dann kann ich hier schlussendlich mit diesem Fenster diese offenen Indikatoren bearbeiten. So, wie kann ich neue Indikatoren hinzufügen? Einfach auf den Punkt Einfügen gehen, auf den Punkt Indikatoren gehen. Und dann gibt es hier verschiedenste Indikatoren, da muss man sich dann einfach mal mit beschäftigen. Tendenz, Oszillatoren, Volumen, Bill Williams und Benutzer definiert. Das ist eine riesen Palette an Indikatoren, die einem hier zur Verfügung stehen. Und hier können wir zum Beispiel ein MACD, kennt vielleicht jeder einen MACD-Indikator, klicken wir einfach an, dann kommt ein zusätzliches Fenster. Hier könnte ich jetzt auch nochmal die Parameter ändern. Da muss man sich natürlich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Ich nutze die alle, wie gesagt, nicht, ja, sondern trade anders, ja, braucht keine Indikatoren, aber dann eben einfach auf OK drücken, klicken, und dann hat man hier diesen Indikator unten quasi eingefügt. Und hier ist es dann eben, jetzt ist das Bild relativ klein, ich kann das Bild auch so zusammenziehen, dass das der Chart sich quasi zusammenzieht, einfach hier unten in dieser Zeitleiste die Maus reinlegen, linke Maustaste halten, dann einfach hier so hin und her schieben. Ja, jetzt seht ihr, dass der Chart hier auf einmal nicht mehr am Ende ist, hier oben gibt es so zwei Pfeile. Ja, Ende des Charts am Rand verschieben steht einmal, wenn man die Maus drüber hält, und hier steht Chart automatisch ans Ende scrollen bei jedem neuen Tick. Da klickt man einfach mal drauf und dann sieht man, dass der Chart quasi hier so immer dargestellt ist. Wenn ich hier diesen Pfeil klicke, dann ist der immer am Ende, gefällt mir persönlich nicht, sondern einfach darauf klicken, dann hat er einen gewissen Mindestabstand. Man kann diesen Mindestabstand hier oben auch ändern. Ja, ich könnte den Chart da hinlegen, ich könnte den Chart auch hier hinlegen. Das, wenn der hier so ein bisschen so 5 cm vom Ende ist, ist für mich so die interessanteste Darstellungsvariante. Ja, einfach hier auf diesen beiden Pfeile klicken. Im MetaTrader 4 ist dann das hier, dieser grüne Pfeil, und da ist es dann dieser rote Pfeil. Ja, das sind so die beiden Varianten, um den Chart anzupassen. So, jetzt gibt es die nächste Möglichkeit. Wie gesagt, hier unten in diese Zeitleiste reinklicken, links festhalten und dann quasi den Chart nach links, also die Maus nach links oder rechts schieben, und dann scrollt sich das quasi so ran. Ne? Und wenn man die Skala von oben nach unten verschieben möchte, geht man einfach rechts hier in diese Zeit, in diese Kursanzeige, macht das Ding groß oder klein, also kann das so zusammenschieben, auch einfach die Maus da reinhalten, ja, dann eben die linke Maustaste gedrückt halten und dann hoch und runter bewegen, und dann verändert sich quasi hier dann diese Skala. Ne? Das ist auch manchmal recht hilfreich, das dann eben schlussendlich zu wissen. So, jetzt machen wir das Chartbild aber wieder groß und gucken hier eben mal drauf. Jetzt merkt ihr, guckt mal, jetzt ist der Chart quasi so ein bisschen zusammengeschoben. Wenn ich den jetzt nach oben und nach unten vernünftig haben möchte, einfach Doppelklick hier rechts rein, Doppelklick in die rechte Spalte, und dann seht ihr, dass sich das dann schlussendlich anpasst. So, und jetzt lassen wir einfach mal die Position laufen. Also entweder werden wir jetzt hier mit einem minimalen Gewinn rausgeholt oder der Markt gibt doch jetzt wieder so ein paar Pünktchen nach unten ab und vielleicht haben wir am Ende sogar einen interessanten Gewinn. Müssen wir mal schauen. Ne? So, Markus, also der Markt fragt, Markus, verwendest du RSI-Preisdifferenzen? Wenig. Ja, schaue ich eigentlich nicht so drauf. Wie gesagt, Indikatoren sind für mich jetzt nicht so interessant. Können wir aber gerne, das ist eine Frage, gerne für den Live-Trading-Room. Komm da gerne rein, Marc. Wie gesagt, unter dem Punkt der Website, jetzt habe ich das schon wieder geschlossen, aber auf dem Punkt unter der jfdbank.com Webseite, unter dem Punkt Research, Webinar und Events, findet man eben den Eventkalender, dort die Live-Trading-Räume, kann man sich fürs Webinar anmelden, mit dabei sein, und dann können wir über solche Punkte gerne sprechen.
Ja, soll jetzt hier heute nicht Thematik des Marktes sein. So, wie kann ich jetzt handeln? Das hatten wir schon besprochen. Ihr habt gesehen, dass ich jetzt quasi hier immer durch diese Button Long und Short gegangen bin. Man hat auch die Möglichkeit, andere Varianten zu wählen. Also wenn ich jetzt als Beispiel sage, naja, der Markt soll erstmal ein Stück fallen und dann möchte ich verkaufen. Wird der eine oder andere sagen, wie du willst denn erst fallen lassen und dann verkaufen? Ja, zum Beispiel ein Breakout hier unten verkaufen. Also ein Breakout handeln. Unter diesem Tief sagen, okay, wenn der da durchfällt und dann vielleicht hier eine Sequenz fallen, Hochs fallen, Tiefs aufbaut, dann möchte ich an diesem Punkt hier, also hier, wenn der hier durchfällt, dann möchte ich erst verkaufen, nicht hier oben. Dann gibt es die Möglichkeit, sich sozusagen einstoppen zu lassen. Man klickt einfach an der Schwelle, wo ich einsteigen möchte, die rechte Maustaste. Und dann sieht man, geht man auf den Punkt, ich kann hier unten eine Buy-Limit reinlegen, also ich könnte dort unten kaufen, könnte aber mich auch einstoppen lassen. Und ihr seht, dass diese Kurse, die hier hinterstehen, 2144, das ist genau der Kurs, Moment, wo ich meine Maus hinhalte. Wenn ich hier ganz unten meine Maus hinhalte, in die Nähe 21480 und dann die rechte Maustaste klicke und dann hier eben dieses Buy-Limit reinlegen möchte, dann steht der 21.482. Das ist genau dort, wo die Maus steht. Und wenn ich dann mich einstoppen lassen will, also ab dem Punkt erst shorten möchte, gehe ich zum Beispiel auf eine Sell-Stop-Order. Zack, jetzt liegt die hier unten. Ne? Da unten will ich mich nicht einstoppen lassen. Ich möchte mich ja hier an diesem Tief einstoppen lassen. Dann packe ich dort diese Order hin und dann wird die auch erst ausgeführt, wenn wir da hinkommen. Was jetzt in diesem Fall bedeuten würde, wir haben schon eine Verkaufsorder, die jetzt hier gerade im Plus liegt. Noch nicht extrem, aber sie liegt im Plus. Und wenn jetzt der Markt fällt und hier an diese Stelle kommt, dann würde eben eine erneute Verkaufsorder sich automatisch öffnen. Wir können auch diese Order quasi schon vorab mit einem Stop versehen, auch mit einem Take Profit könnte man das machen. Doppelklick auf diese Order rauf, für diese Order einen Stop festlegen. Von mir aus 30 Punkte höher wäre dann die 70, ja, auf Ändern klicken und dann ist dieser Stop aktuell zu dieser Order, der ist inaktiv. Also wenn der Markt dahin kommt, macht der Markt damit nichts oder passiert da nichts, sondern erst wenn diese Order hier, diese blaue Linie ausgeführt wird, dann ist auch dieser Stop aktiv für diese Order. Würde jetzt bedeuten, wenn wir nach unten fallen, an diesem Punkt wird die Verkaufsorder ausgeführt. Wenn wir weiter nach unten fallen, haben wir eine zweite Position. Man würde quasi pyramidisieren. Oder aber wenn der Markt hier nur hingeht und dann doch wieder nach oben steigt, dann würde ich ausgestoppt werden. Man kann das schon vorher festlegen. Jetzt kommt der Markt sogar in die Richtung. Vielleicht kommt das sogar noch dazu. Mal schauen. Auf jeden Fall, was ich jetzt hier grundsätzlich, wie gesagt, der Handel, das macht jetzt nicht so viel Sinn, was wir hier tun, aber wir sind nichtsdestotrotz trotzdem irgendwie im Profit. Und ich würde jetzt an der Stelle auch sogar meinen Stop noch ein Stück weiter ziehen. Ne? Und jetzt haben wir hier theoretisch schon 30 verdient, wenn wir ausgestoppt werden. Die Position an sich, wenn wir hier mal auf den Punkt Ansicht Terminal gehen, die Position an sich ist jetzt hier ja 60, 66 im Profit. Und wir haben hier unten jetzt, und das ist der nächste Punkt dieses Terminals, hier steht jetzt diese nächste Order schon drin. Ja, noch nicht als aktive Order, die aktiven Orders stehen oben, unten als quasi noch nicht ausgeführte Order. Das ist jetzt diese hier unten. Und die kann ich jetzt auch verschieben. Ich könnte die jetzt nehmen, nach unten verschieben. Und jetzt ändert sich natürlich hier der Preis. Ja, oder ich schiebe die dann eben wieder dahin. Mit Stop macht die das automatisch. Schiebe die eben dorthin, wo ich sie haben möchte. Ich schiebe sie sogar ein Stück höher, also ein Stück über das Tief. Mal gucken, was passiert. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen abgeben, sollte der Markt eigentlich auch unterhalb dieser Tiefs hier, sollte der Markt dann auch so ein bisschen Gas geben noch nach unten. Ne? Das ist so das charttechnisch. Also wenn wir unter diese Tiefs fallen hier, dann sollte der Markt eigentlich idealerweise sogar noch ein bisschen Gas geben nach unten. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Das ist jetzt doch schon wieder so ein bisschen, naja, eigentlich kein sinnvolles Trading, was ich mache. Das ist schwachsinnig eigentlich so. Aber nun gut, das nochmals dazu. Jetzt der nächste Gedanke. Was ist, wenn ich dort unten kaufen möchte? Also wenn ich dann der Meinung bin, genau das Umgedrehte passiert, kann ich natürlich hier unten genauso rechte Maustaste eine Buy-Limit-Order reinlegen. Das würde dann bedeuten, wenn ich diese dort platziere, ich platziere sie mal hier ganz unten, ja, jetzt liegt diese Buy-Order hier drin. Das würde jetzt bedeuten, wenn der Markt quasi fällt und in diesen Bereich kommt hier, also hier runterfällt, ja. Und man sagt aus irgendwelchen Gründen auch immer, man möchte jetzt hier im Bereich um die Marke 22.060 kaufen. Da liegt jetzt die Order. Dann würde automatisch hier eine Kauforder, also dann würde man automatisch an diesem Punkt kaufen. Und man würde natürlich darauf abzielen, dass der Markt aus diesem Bereich steigt. Ja? Das ist natürlich in diesem Fall dann
Ja, würde man da halt eben, wie gesagt, eine Kauforder platzieren. Ich würde dann natürlich auch immer einen Stop mit platzieren, ja, auch wenn man nur rumspielt, dass man sich einfach dran gewöhnt, ne, Doppelklick darauf, dann eben hier einen Stop setzen, von mir aus eben nochmal 30 Punkte tiefer an die 20, dann hier entsprechend den Stop packen und dann hat man eben auch zu dieser Order dann entsprechend einen Stop drin. So, jetzt kommt die Frage, wie kann ich eine ausgeführte Order löschen? Naja, die ausgeführte Order, das hatten wir gerade schon gemacht. Entweder ich gehe auf die Order, das ist ja die Order, der blaue Punkt, diese blaue Linie, ne, da die rechte Maustaste drauf, dann geht man auf Schließen, ja, das kann man machen. Oder aber ich gehe auf den Punkt Ansicht, Terminal, habe dann unter dem Punkt Handel diese offene Position und kann hier hinten auf das Kreuz klicken, ja, Kreuz klicken und dann würde ich diese Order jetzt mit 70 Euro Profit schließen, je nachdem, was dann eben dort steht. Ja, das, in diesem Moment würde dann sich diese Order halt schlussendlich schließen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir quasi jetzt schon zwei platzierte Orders haben, die allerdings noch nicht ausgeführt sind. Das ist einmal diese Verkaufsorder hier, die wir reingelegt haben. Das ist die eine Order mit dem jeweiligen Stop. Das ist der Stop dazu. Und hier unten ist die Kauforder mit dem jeweiligen Stop dazu. Ne, diese beiden Orders, die liegen jetzt hier unten quasi drin. Das sind diese zwei Orders, die jetzt drin liegen mit den jeweiligen Informationen dazu. Ne? So. So ist die Größe vordefiniert. Also hier habe ich ja immer durch diese 1 hier oben. Ja, hier kann ich die Größe ändern. Ne? Hier kann ich eine 2 eingeben. Oder aber, wenn ich dann die rechte Maustaste klicke, auf den Punkt Handel gehe und dann kann ich hier auch Neues Order klicken. Ja? Und dann kommt so ein Feld und hier kann ich dann quasi auch eine neue Order festlegen mit der entsprechenden Größenänderung. Kann jetzt hier auf 2,5 von mir aus gehen. Market-Ausführung würde bedeuten, er würde sofort kaufen. Zack, jetzt sind wir ausgestoppt eben. Ne? In dem Profit, ne, sind wir nach oben, ist der Markt nach oben doch nochmal weggezogen. Ausgestoppt, haben eben mit der Order ein bisschen was verdient. Und kann jetzt hier quasi 2,5 als Größe, gehe jetzt hier auf Sell. Ne? Und jetzt liegt wieder die Order drin, exakt. Ne, allerdings wieder ohne Stop und dann kann ich jetzt hier quasi wieder doppelt draufklicken oder jetzt hier unten draufklicken, ne, auf diese Order, auf Stop Loss oder grundsätzlich und muss dann auch hier wieder schlussendlich den Stop. Das geht auch ein bisschen einfacher. Ich würde nur am Anfang in Anführungsstrichen raten. Ich darf nichts raten, keine Empfehlung. Aber ich persönlich mache es schlussendlich dann so, dass ich eben immer händisch den Stop reinpacke und das natürlich ein bisschen komplizierter ist, aber schlussendlich also am fehlerunanfälligsten. Ne? Es gibt Hilfsmittel, die aber nicht selten dazu führen, dass man vielleicht gerade am Anfang den einen oder anderen Fehler macht. Und von daher ist es eben immer meine Herangehensweise, dann auch vorsichtig zu sein mit solchen Hilfsmitteln und Vereinfachungen. Lieber erstmal den klassischen Weg gehen, um dann später immer noch mit Hilfsmitteln zu arbeiten. So, jetzt nehmen wir diese Orders hier raus. Ihr seht, rechte Maustaste habe ich gerade gemacht. Rechte Maustaste löschen oder aber diese unplatzierte Order hier mit dem Kreuz löschen, dann sind diese unteren Orders, die ich da reingelegt habe, auch erstmal raus. Ja? So, Peter fragt, in meinem MT4 sind die Handelszeiten farblich unterschiedlich dargestellt. Das ist zum Beispiel auch ein Add-on, ja? Was ich dort drin habe. Allerdings stellt mir die Frage gerne nochmal im Trading Room, dann kann ich dazu nochmal was sagen. Warum habe ich Margin 201 und du 404? Gute Frage. Nächste Frage. Ich kenne mich mit den Margin-Regelungen jetzt zugegebenermaßen, was jetzt exakt die Margin betrifft, nicht so aus, weil ich grundsätzlich Professional Accounts habe und dort die Margin eh verhältnismäßig gering ist. Allerdings hat es auch den großen Nachteil, wenn ich nicht aufpasse, kann mein Konto ins Negative rutschen. Also das ist immer der Nachteil. Allerdings bin ich ja halt mit über 20 Jahren Börsenerfahrung darf ich mich als Professional schimpfen und habe somit natürlich die Möglichkeit, einen Professional Account zu haben. Also meine Margin ist eh gering, wie die jetzt hier gerade berechnet wird bei einem Kontrakt. Wir sind im Dow Jones, weiß ich nicht, wie das bei euch jetzt ist, ob da ihr vielleicht im anderen Markt seid, deswegen die Margin anders ist oder sowas, das kann ich jetzt nicht sagen. Ne? So, ich lese mal kurz die Fragen weiter. So, wo wurde noch gleich das Design geändert des Charts? So, also, wir machen dieses Ding hier unten mal wieder zu. Rechte Maustaste auf Eigenschaften gehen. Rechte Maustaste, Eigenschaften. Und da kommen wir nochmal zu einem Punkt, wie man eben wie man Farben des Charts ändert. Jetzt habt ihr hier, ihr seht, das ähnelt sich diese ganzen Farben auch so ein bisschen dem, was man hier jetzt gerade sieht. Ne? Kerzen hoch, Kerzen runter, Balken hoch, Balken runter.
Balken sind im Prinzip die Rahmen dieser Kerzen und die Kerzen hoch, Kerzen runter sind die Körper. Und ihr seht, dieses Leimgrün, grün ist der Körper meiner Kerzen und dieses normale Rot sind der Körper der fallenden ist der Körper der fallenden Kerzen. Und dann der Hintergrund ist weiß, den kann man jetzt zum Beispiel auch auf Grau oder auf Lila, machen wir mal Lila, dann seht ihr hier links so eine Vorschau. Ne? Sieht jetzt nicht so schön aus. Man sieht hier links die Vorschau und man kann dann eben gucken, okay, nehmen wir mal einen ganz dunklen Hintergrund. Gar nicht so schlecht aus. Oder man nimmt zum Beispiel, was ich ganz cool finde, so blaue Hintergründe. Beziehungsweise habe ich auch teilweise mal eine Charteinstellung, die ähnlich aussieht wie diese hier. Für die Nacht. Ja, man kann das auch schwarz machen. Weil wenn man abends handelt und einen weißen Hintergrund hat, ist das mitunter sehr, sehr grell. Und somit habe ich dann eben auch teils Charteinstellungen, wo der Hintergrund dunkel ist. Ja. Allerdings sollte man hier ja einfach auch so schalten und walten, wie einem das selbst passt. Man kann dann auf OK gehen, dann würde sich der Chart jetzt so ändern, dass der Hintergrund schwarz ist. Möchte ich aber nicht, ich gehe einfach auf Abbrechen. Wie kann ich jetzt das Ganze so abspeichern, dass ich das immer wieder schnell für neue Charts kreieren kann? Rechte Maustaste, unter den Punkt Vorlagen gehen und dann Vorlage speichern. Vorlage speichern bedeutet, das, was ich aktuell eingestellt habe, mit Indikatoren, mit Farbeinstellungen, kann ich als Vorlage speichern, kann jetzt dem Kind einen Namen geben, Test 1, Test 2, Test 3, aber ich könnte jetzt Test 4 das Ganze nennen und dann speichern, mache ich jetzt nicht. Und dann gehe ich auf die rechte Maustaste, Vorlage, Vorlage laden und Vorlage laden. Da kann ich dann im Prinzip, hier haben wir wieder Test 1, Test 2, Test 3. Ja, oder als Beispiel Mega Cool Blue hatte ich mal einen Chart genannt und dann gehen wir auf Öffnen. Und dann ist dieser hier blau, ja, also blau hinterlegt. Moment, ich kann jetzt hier das gerade nicht justieren. Hier haben wir zum Beispiel einen Balkenchart mal irgendwie eingestellt. Gehen wir hier wieder, kann man ändern, indem man hier oben auf Kerzenchart geht. Und dann sehen wir jetzt hier aktuell eben einen Kerzenchart. Ja, und mit Hintergrund dunkelblau und Kerzen nach oben grün und Kerzen nach unten rot. So, und jetzt kann ich natürlich jedes Mal, wenn ich dann unter dem Punkt Ansicht, Marktübersicht, einen neuen Chart öffne, kann ich dann eben im zweiten Schritt quasi diesem Chart eine Vorlage geben oder aber ich kann auch Profile speichern. Zugegebenermaßen habe ich es selbst für mich noch nicht gemacht, aber wir können da mal gucken, indem ich ein Profil speichere und dieses Profil, wenn ich das dann speichere, dann kann ich komplett alles mit diesen Leisten hier unten, glaube, dann speichert man halt dieses komplette Profil, also die kompletten Metatrader-Einstellungen. Vorlage ist nur diese farbliche Geschichte und ich kann mir unter Datei, Profil, aber da muss ich mich selbst nochmal mit beschäftigen, habe ich zugegebenermaßen selbst noch nicht gemacht, kann ich hier dann eben ein Profil speichern als, machen wir Test 2. Okay. Jetzt können wir hier mal, weiß ich, ein paar Dinger schließen. Das schließen, Euro-US-Dollar schließen und auch Euro-US-Dollar. Ne, wir schließen jetzt diese Fenster hier unten mal. Seht ihr, eine rechte Maustaste schließen. Gehen jetzt hier wieder auf Profil. Ne, aber ich glaube, jetzt habe ich dieses Profil. Ne, jetzt habe ich ja das Profil geändert. Ich kann jetzt aber auf Ansicht, Moment, auf Datei, Profil, zack. Und jetzt Test 1, das ist, lädt er gerade die ganzen Fenster? Ah ja, genau. Ich hatte das ja, ich hatte das Test 1, war das vorher, hatte dann Test 2 quasi neu gespeichert. Und jetzt kommt hier, vorher hieß es Test 1, Test 2 war mein neuer Versuch. Und jetzt sind diese Fenster hier unten wieder da. Ne? Also ich habe jetzt quasi zu einem aktuellen Zeitpunkt, wenn ich alles richtig eingestellt habe, kann ich das Ganze unter Profile speichern und alles, was ich danach verändere, Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage, genau, wenn ich das unter einem entsprechenden zweiten dann speichere, nein, ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster, probiert euch bitte da selbst aus, ja, man kann das in der Demo-Variante alles ausprobieren, genau, das ist jetzt das Test 2, wenn ich das jetzt, das kann ich verändern und dann speichert ihr euch gerne ein Profil unter Grundeinstellungen ab. Und macht dann wiederum ein neues Profil auf, was von mir aus Test heißt. Und dann arbeitet mit dem Test. Wenn er dann aber irgendwann merkt, oh Gott, ich habe mich völlig vertan, dann öffnet er einfach dieses Grundeinstellungsprofil wieder. Market Overview gibt es hier zum Beispiel auch als Profil. Hier kommen dann nur zwei Märkte, ja, Marktübersicht halt.
Und was gibt es hier noch als Profil? Ja, gehen wir wieder auf unseren Test 1 und dann lädt er halt wieder dieses Test 1-Profil hoch. Gut, aber das, ihr merkt, das mache ich selbst nicht. Von daher kann ich das auch nicht so hundertprozentig sagen, wie es denn funktioniert. Ich lese nochmal kurz die Fragen. Also, sind die Indizes real oder Indikationen? Wie meinst du das? Kann man auch halbieren, wenn man sechs CFDs drin hat. Ja, das kann man machen. Also wir gehen jetzt nochmal als Beispiel auf, wir machen mal sechs und kaufen. Zack, jetzt hat er sechs gekauft. Ja. So, und wenn ich jetzt drei schließen möchte, ne, gehe ich hier wieder auf diese, auf die Order drauf. Doppelklick. Ja. Gehe dann hier auf Marktausführung, gehe dann hier von 6 auf 3 runter. Ja, und gehe jetzt auf 3, auf Schließen. Und jetzt hat er 3 geschlossen. Siehst du, es sind nur noch 3 offen hier, ne? Also ich kann quasi Teilausführungen machen. Ich mache das meistens im Verlust. Also wenn der Markt gegen mich läuft, dass ich dann Positionsgröße rausnehme. Und jetzt gehen wir wieder auf Ansicht, Terminal, ja, und schließen diese Position jetzt hier. Zack, und jetzt haben wir die irgendwie mit 7 € geschlossen oder sowas. Ne? Gut, das wie gesagt, das ist alles nur ausprobieren, kein Trading, aber ich habe euch jetzt gerade gezeigt, wie ich zwischendurch Positionsgröße rausnehmen kann. Ne? Wenn das zu schnell geht, ich lade ja dieses Webinar später hoch und dann könnt ihr euch das anschauen. Ne? So, Börsendaten oder hausgemacht. Harald, dazu kann ich dir gerne im Live-Trading Room mal das Ganze erklären. Also CFDs an sich sind ja quasi. Das Produkt an sich ist ja nicht keine reelle Börse, aber lass mich das gerne im Live-Trading Room erklären, weil das würde jetzt hier das Format sprengen und wir sind auch quasi eigentlich schon am Ende angekommen. Und von daher kann ich dir das gerne nochmal erklären, wie so ein CFD funktioniert. Ja, das sind natürlich keine, man ist nicht an der reellen Börse, also ich handle kein Xetra DAX oder den DAX an sich kann man ja eh nicht handeln. Ja, man muss ja immer irgendein Produkt handeln, ein Future oder sowas. Ja, also den DAX an sich, den kann man nicht handeln. Ja. Sondern man muss eben Produkte darauf in irgendeiner Art und Weise handeln. Ne? So. So, grundsätzlich, um das nochmal kurz zu sagen, man ist bei JFD, also es gibt immer Unterschiede. Man muss eben vergleichen, also es gibt Broker, die eben als Market Maker agieren. Und zwar ist das dann so, man ist auf der einen Seite ist quasi der Trader und auf der anderen Seite quasi ist dann der Broker. So, und wenn man als Market Maker agiert, wenn ein Broker als Market Maker agiert, ist der Gegenspieler immer der Market Maker, also der Broker. Und bei FD ist es so, dass eben ein Liquiditätspool einem gegenübersteht, ja, kein Markt, sowas, also im CFD-Bereich gibt es keinen Markt an sich in dem Sinne, sondern hier steht ein Liquiditätspool einem gegenüber. Also ganz viele Market Maker sozusagen, die alle zueinander in Konkurrenz stehen. Also jeder möchte das Geschäft machen. Ups, Moment, sollte jetzt ein Kreis werden. Jeder möchte mit euch das Geschäft machen. Ja? Und somit ist dieser Liquiditätspool steht im Konkurrenzkampf zueinander, was da wiederum ermöglicht, dass man in der jeweiligen Situation eigentlich den fairsten Preis bekommt. Somit heißt JFD auch Just Fair and Direct. Also man versucht hier durch diese Möglichkeit wirklich faire Preise zu ermöglichen. Und aber das führt jetzt zu weit, das alles zu erklären, die Vor- und Nachteile, wie das Ganze zustande kommt, wie höhere, schlechtere Ausführungen zustande kommen, wie bessere Ausführungen zustande kommen. Also man kriegt sogenannte positive Slippage sogar bei JFD in gewissen Situationen. Aber das ist eben wirklich, das geht zu tief rein. Da würde ich jetzt eine halbe Stunde nochmal das Ganze erklären, um es auch am Ende zu verstehen und dann eben zu wissen, okay, darauf muss ich achten. Das sind die Nachteile, das sind die Vorteile. Und ich bin ja auch ein Freund dessen, dann eben von allem, was man so zur Verfügung gestellt bekommt, immer die Vorteile zu nutzen. Und das Produkt CFD hat viele Vorteile, gerade das, was die Positionsgrößen, Bestimmung angeht. Man kann hier sehr, sehr justiert vorgehen. Das ist im Future-Handel wirklich teils, gerade bei den hohen Volatilitäten hier, mitunter gar nicht mehr möglich mit bestimmten Kontogrößen. Hat zwei Gründe. Zum einen sind die Kontrakte sehr groß. Zweitens ist die Margin-Anforderungen sehr hoch geworden sind durch die Volatilität. Und man damit selbst früher großen Konten, ja, 50, 100.000, jetzt arge Probleme hat, eben vernünftig zu traden, weil einfach auch die
Sicherheitsleistung von der Börse, die Börse verlangt, halt sehr, sehr hoch geworden sind und somit natürlich ein CFD mit Abstand interessanter und besser ist. So, gut. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann soll dieser kleine Ausflug durch den MetaTrader, soll es das jetzt hier gewesen sein. Ich stelle dieses Video online auf YouTube, hoffe, dass es funktioniert jetzt hier. Ich habe am Anfang so ein bisschen hin und her gespielt, hoffe, dass ich das jetzt rendern kann und zur Verfügung stellen kann. Dann kann man sich das natürlich im Nachhinein nochmal angucken. Schauen wir mal jetzt, was das jetzt hier gebracht hat eben. Es ist ja nur, wie gesagt, das ist ja jetzt kein Handel, was ich hier gemacht habe. Um einfach jetzt nochmal zu schauen, kann man auf den Punkt Kontohistorie gehen und sehen jetzt hier unsere, ja, Gewinne und Verluste. Unterm Strich haben wir jetzt hier irgendwie so einen kleinen Verlust produziert. Einiges an Trades gemacht, 9 plus, minus 20, minus 18, minus 14, plus 30, minus 39, plus 17. Also kleinen Verlust produziert durch unser Hin- und Herspielen. Ja, auch mit den 6 CFDs war natürlich grundsätzlich gegebenenfalls eine viel zu große Positionsgröße. Vielleicht für manche Konten auch viel zu klein. Also zum Traden gehört natürlich eine ganze Menge mehr. Man muss sich Gedanken machen zur Positionsgröße. Wo setze ich die Stops hin? Wie lasse ich Gewinne laufen? Wie ziehe ich Stops nach? Und so weiter. Da ist natürlich eine ganze Menge. Und genau das besprechen wir Tag ein, Tag aus im Live-Trading. Christian fragt hier nochmal, wo kann ich das Webinar dann schlussendlich auf YouTube sehen? Gerne da den Ausflug nochmal ganz kurz. Nee, ich kann jetzt nicht, habe es schon geschlossen. YouTube. Einfach auf YouTube gehen und dann den Punkt JFD Bank oben in dem Suchfeld eingeben, JFD Bank. Und dann dort wird das, ich denke, so in, ja, irgendwann heute Abend wird es dort zur Verfügung stehen. Ich versuche das heute noch online zu stellen, aber das dauert halt ein bisschen. Erst muss jetzt diese Webinar-Software rendert das, also rechnet das um. Das dauert schon mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Und dann muss ich es bei YouTube nochmal hochladen, was wiederum auch ein paar Minuten dauert. Und ich versuche das schnellstmöglich zu machen. Aber ich denke, dass wir es so um 20, 21 Uhr, dass das Webinar zur Verfügung steht. Spätestens, allerspätestens morgen. Aber ich denke heute. Und dann kann man sich das Ganze in ganzer Ruhe nochmal anschauen. Wenn Fragen sind, nochmals abschließend. Ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, und da gehen wir doch nochmal auf die Website ganz kurz drauf. Ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, Moment, Website. So, wir gehen mal kurz nochmal auf YouTube rauf, beziehungsweise Webinare und Eventkalender. Ne? Es gibt jeden Tag die Livestreams und dann eben auch der Live-Trading-Room. Da könnt ihr euch unter dem Punkt jfdbank.com, unter dem Punkt Research, Webinare und Events, könnt ihr euch entsprechend für die Live-Trading-Räume anmelden. Und das ist genau die richtige Möglichkeit, um am Ende Fragen zu stellen, auch weiterführend zu dem heutigen Webinar. Bleiben die Stops und Take Profits offen, wenn das Programm zu ist? Ja. Allerdings nur, wenn man es wirklich in der vereinfachten Variante macht, so wie ich es jetzt getan habe. Wenn man gegebenenfalls über Add-ons oder andere Varianten seine Orders reinlegt, kann das mitunter sein, dass diese dann nicht stehen bleiben, wenn man die Software schließt. Aber Robert, an der Stelle, um es selbst für dich auszuprobieren, nimm bitte eine Demo-Variante und auch alles, was ich gezeigt habe, probiert euch bestmöglich aus. Nehmt die Demo-Varianten, macht das Ganze in der Demo-Variante, schließt die Demo-Variante, öffnet sie wieder, kontrolliert, ob das drin ist. Ihr habt auch die Möglichkeit, über eine App im Prinzip Positionen, die da offen sind, zu kontrollieren. Habe ich jetzt hier gar nicht gezeigt, ist auch ein bisschen schwierig, aber ihr könnt euch eben quasi im App Store von JFD quasi den MetaTrader herunterladen, dann den MetaTrader einfach schließen, wenn Positionen offen sind, und dann könnt ihr da kontrollieren, ob die offen bleiben oder nicht, ja. Und man kann natürlich auch dort dann schlussendlich agieren. So, okay, hier, ne, JFD klicken. Und dann wird hier unter dem Punkt Videos, hier raufklicken, unter dem Punkt Videos, steht jetzt hier das JFD Traders Tea Time mit Darius als letzter Livestream online, meine US Opening Bell und die heutigen Webinare, die hier stattgefunden haben. Und dort wird einfach dann eben später das Webinar auch als Video zur Verfügung stehen. Also, ich wünsche euch erstmal grundsätzlich Good Trades im Media Trading. Habe mich gefreut, dass ihr so zahlreich mit dabei wart. Wir hören uns gerne morgen in den jeweiligen Streams. Am Wochenende kommt auch immer so eine Trading-Wochenanalyse noch von mir auf dem YouTube-Kanal, wo ich dann die Märkte DAX, Dow Jones, nee, DAX, ja doch, DAX, Dow Jones, Euro, US-Dollar und Gold beleuchte. So ein bisschen die übergeordnete Ansicht auf die Märkte, auch mit den fundamentalen Gegebenheiten, gerade natürlich aktuell alles rund um Corona, und versuche ich da nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also da auch seid ihr herzlich zu eingeladen. Jedes Wochenende keine feste Zeit, irgendwann am Wochenende vor
vorletzte Woche war sehr spät sonntags. Ich versuche es meistens, dass ich es vielleicht am Samstag hinbekomme. Aber in den letzten Wochen war das auch. Ich war dann zwischendurch auch mal im Urlaub, habe das dann aus dem Urlaub heraus gemacht. Und ihr seht, wenn ihr dann nach unten scrollt, da kommt dann diese Trading-Wochenanalyse eben regelmäßig am Wochenende. Ich glaube, es gab in den letzten 2 Jahren kein Wochenende, wo ich sie nicht gemacht habe. Gut. In diesem Sinne euch nochmals nur das Beste. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.